Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von FIFA 13 Online. Let's Play FIFA 13 Online natürlich. Und ja, es wird mal wieder Zeit, dachte ich mir, für eine weitere Episode dieser schönen Serie. Wie ihr seht, ich befinde mich immer noch in Liga 2, das glaube ich jetzt schon seit 3 Saisons. Komme irgendwie nicht an die Aufstiegszone ran, weil ich einfach nicht so gut spiele, steige aber auch nicht ab, weil ich dann auch nicht so schlecht spiele. Also ich dümpel hier momentan so ein bisschen rum. Hab jetzt aber das erste Spiel in der neuen Saison gewonnen und dachte, kann ich gleich mal einen aufnehmen, eine Folge. Dann könnte es vielleicht weiter so ja gut vorangehen und wie ihr wahrscheinlich schon im Titel erkennen könnt, nehmen wir uns heute eine ganz ja, spezielle Mannschaft vor, nämlich eine russische Mannschaft. Und das wird Zenit St. Petersburg sein. Die habe ich mir auch gerade schon ein bisschen von der Ausstellung her noch ein bisschen verbessert. Im Tor haben wir da Vyacheslav Malafeev, dann Alexander Anjukov, sehr guter Spieler, Bruno Alves und Nicolas Lomberts, der Belgier, bilden auch eine ganz ordentliche Innenverteidigung. Krishito ist auch ordentlich auf links. Das Mittelfeld ist jetzt nicht so stark, da halte ich eigentlich Witzel für den Besten, den hatte ich auch schon in der letzten Folge mit dem belgischen Nationalteam sehr hoch gelobt. Denisov und Schirokov sind so Durchschnitt, würde ich mal sagen. Nicht wirklich gut, nicht wirklich schlecht. Und dann kommen wir eigentlich zum Kernstück dieser Mannschaft. Und das ist der Sturm. Angefangen mit Danny. Den habe ich, weil er eben nicht so schnell ist, auf die zentraloffensive Mittelfeldposition gesetzt. Da kann er nämlich auch spielen. Oder auch nicht. Naja, egal. Und Hulk und Alexander Kerschakov bilden den pacing und schnellen Sturm. Und ich hoffe, mit der Mannschaft können wir was reißen. Ich habe mir nur gerade die Ausstellung so zusammengeschustert, habe jetzt aber noch nicht mit denen gespielt oder so. Aber ich bin eigentlich mal zuversichtlich, dass das eine ganz gute Mannschaft ist. Sieht auf jeden Fall wie eine ganz gute Mannschaft aus. Ja, und dass der Linksverteidiger nicht schießen kann, das sehen wir gleich schon mal. Bumm. Und nochmal. Bumm. Naja. Naja, mein Freund. Und natürlich das ganz große Thema im Moment. Leute, ist doch ganz klar, das Champions League Finale, das deutsche Champions League Finale. So, und unser Gegner werden die Tottenham Hotspurs sein. Ein interessanter Gegner. Definitiv. Ja, und das war natürlich mal wieder grandios gespielt. Ich hoffe, dieses Mal laggt es nicht so hart wie beim letzten Mal. Oh, das ist schön. Kerschakov. Ah, Korker. Das war fies, diese Täuschung. Die war wirklich fies. So, Huddlestone ist auch ein guter Spieler. Und da laufen... Alter, da laufen sich gegenseitig über den Haufen. Aber Witzel ist noch da. Und passt da... Alter. Wer ist das da in der Mitte? Adebayor. Ja, das war schon ordentlich gefährlich. Aber es laggt immer noch ein bisschen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ey. Immer wenn ich hier aufnehme, laggt es ein bisschen. Die Framezahl ist stabil bei 50. Also daran kann es definitiv mal nicht liegen. Und der Typ spielt schon mal nicht schlecht hier auf. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Das hätte auch gut und gerne mal ein Elfer sein können. Vielleicht hätte ich doch ein Testspiel mit Zenit machen sollen. Ich habe so oft jetzt mit PSG gespielt. Und weiß gar nicht mehr, wie ich mit anderen Mannschaften so spiele. Spiele ich nur noch PSG online, weil die mir einfach von der Mannschaft her am besten gefallen. Habe ich aber schon mal eine Episode zu gemacht zu PSG. Und deswegen dachte ich mir, heute nimmst du mal ein anderes Team. Und vielleicht komme ich auf den Zenit-Geschmack auch. Das weiß man nie so genau. So, Hulk. Ja, körperlich robust. So muss er sein. Aber nicht so passstark. Aber holt sich den Ball wieder. Sehr nice. So, jetzt aber. Kerschakov ist ein guter Stürmer eigentlich. Schirokov. Bringt die Flanke. Und von da unten kommt jemand angerauscht. Aber der kommt nicht an den Ball. Und der Typ bratzt die Kugel ins Aus. So, den lassen wir erstmal ins Leere laufen. So muss das sein. Warum nicht mal abziehen? Naja, vielleicht, weil Schirokov nicht den besten Schuss hat. Ja, in Liga 2 hatte ich irgendwie immer so meine Problemchen. Ich weiß nicht ganz warum, aber ich hatte sie einfach. Komm! Ach! Meine Güte, scheiß Lag, ey. Aber der wäre fast noch angekommen. Wäre natürlich schön gewesen. Ja, ist Adebayor. Bale ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Der Herr, der da gerade an Jukov hinterher geht. Aber den lassen wir so ganz gediegen aussteigen. Und da zieht er zwei Leute auf sich, aber der Pass ist wieder scheiße und es hakt, es ruckelt. Immer kriege ich hier Gegner, die irgendwie was an der Internetverbindung nicht korrekt laufen haben. Aber ich will jetzt auch nicht so lange einen Gegner suchen, bis ich dann einen habe.
Alter, was war das denn gerade krasses? Boah. Ja, da hat mich der Leck fast in Rückstand gebracht. Aber der Typ ist jetzt nicht so gut. Also für Liga 2-Verhältnisse, ich finde, die sind schon eigentlich echt gute Typen unterwegs. Geht das alles, finde ich. So, Kirschakov. Hulk ist sehr, sehr kopfballstark. Das ist gut. Und da leckt es wieder wie Sau, ey. Fuck. Oh, Mann. Also es geht immer so ein bisschen, ne? Es ruckelt immer so kurzzeitig, aber es ist eben nicht das perfekte Spielgefühl irgendwie. Und das stört mich gerade noch so ein bisschen. So oft jetzt mit PSG gespielt. Und weiß gar nicht mehr, wie ich mit anderen Mannschaften so spiele. Spiele ich nur noch PSG online, weil die mir einfach von der Mannschaft her am besten gefallen. Habe ich aber schon mal eine Episode zu gemacht zu PSG und deswegen dachte ich mir, heute nimmst du mal ein anderes Team. Und vielleicht komme ich auf den Zenit-Geschmack auch. Das weiß man nie so genau. So Hulk, ja, körperlich robust, so muss er sein. Aber nicht so passstark, aber holt sich den Ball wieder. Sehr nice, so jetzt aber. Kirschakov ist ein guter Stürmer eigentlich. Shirokov bringt die Flanke. Und von da unten kommt jemand angerauscht, aber der kommt nicht an den Ball. Und der Typ bratzt die Kugel ins Aus. So, den lassen wir erstmal ins Leere laufen, so muss das sein. Warum nicht mal abziehen? Naja, vielleicht weil Shirokov nicht den besten Schuss hat. Ja, in Liga 2 hatte ich irgendwie immer so meine Problemchen. Ich weiß nicht ganz warum, aber ich hatte sie einfach. Komm! Ach! Meine Güte, scheiß Lag, ey. Aber der wäre fast noch angekommen. Wäre natürlich schön gewesen. Ja, ist Adebayor. Bale ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Der Herr, der da gerade an Jukov hinterher geht. Aber den lassen wir so ganz gediegen aussteigen. Und da zieht er zwei Leute auf sich. Aber der Pass ist wieder scheiße. Und es hakt, es ruckelt. Immer kriege ich hier Gegner, die irgendwie was an der Internetverbindung nicht korrekt laufen haben. Aber ich will jetzt auch nicht so lange einen Gegner suchen, bis ich dann einen habe. Alter, was war das denn gerade krasses? Boah. Ja, da hat mich der Leck fast in Rückstand gebracht. Aber der Typ ist jetzt nicht so gut. Also für Liga 2-Verhältnisse, ich finde, die sind schon eigentlich echt gute Typen unterwegs. Geht das alles, finde ich. So, Kirschakov. Hulk ist sehr, sehr kopfballstark. Das ist gut. Und da leckt es wieder wie Sau, ey. Fuck. Oh, Mann. Also es geht immer so ein bisschen, ne? Es ruckelt immer so kurzzeitig, aber es ist eben nicht das perfekte Spielgefühl irgendwie. Und das stört mich gerade noch so ein bisschen. Schön, Denisov. Alter. What a fall, man. Aber schön weitergespielt. So, und jetzt komm. Nummer 1. Nummer 2. Und komm schon, jawohl. Nummer 3, wunderschön gespielt. War ein bisschen glücklich, dass der Ball dann noch durchkommt. Eigentlich hätte den sein Torhüter haben müssen. Wir hatten ein Tor, Brad Friedel, oder? Kann das sein, Brad Friedel? Na egal, das war irgendwie voll verbuggt, die Wiederholung, wie das Spiel auch hier generell. Aber es war das 1-0 und da wird es ganz still hier in London, in Tottenham. War jetzt ein schönes Tor, aber war auch ein bisschen offen gelassen, dass ich da mit dem einen Spieler durchgekommen bin. Das war das Glück und der Typ ist ordentlich am Faulen. Also, das ist ja unfassbar. So, Hulk, lauf für dein Geld. Lauf. Oh, ist das schön. Boah, Joris hat er natürlich im Tor, nicht Brad Friedel. Ich lappen. Hugo Joris ist doch ganz klar. Ist ja im letzten Sommer nach Tottenham gekommen. An die White Hart Lane. Und ja, also der Typ ist jetzt nicht übermäßig gut, aber Zenit, das war glücklich, spielt sich schon ganz gut. Ey, komm schon, das kann ich dann ernst sein. Was ist das für ein Abschluss? Oh, ich hasse es, wenn es laggt, wenn ich gerade schießen will. Dann findet man nicht so richtig den richtigen Punkt und kann auch nicht so schnell reagieren. Aber offensiv bringt der Typ wenig und defensiv ist er jetzt auch nicht so stark. Der hätte eine Chance durch Adebayor. Aber Zenit hat natürlich auch eine solide Innenverteidigung. Eine solide Verteidigung generell. Aber ich finde den Angriff dann auch nochmal eine Ecke besser. Wunderschön. Komm schon, Kirschakov aus. Alter, Ref. Referee. Alter, das war Sumo-Ringer-Style, wie Joris da Kirschakov zu Boden ge... Alter. Zu Boden gebracht hat. Unfassbar. Aber der Typ verliert die Bälle immer wieder. Ich müsste jetzt mal das 2-0 machen. Finde ich. Flanke. Die ist gut. Hulk. Bumm. Nein, abseits.
Geiler Kopfball von Hulk, by the way. Ja, aber wo da abseits war, habe ich jetzt nicht gesehen, ey. Scheiße, aber ich habe den Typen noch im Griff. Man denkt das immer so und dann fällt ein Gegentor und dann ändert sich alles. Aber ich glaube, den kann ich schlagen. So, wer ist das da? Clint Demps. Oh, das ist ein geiler Pass. Jo, das war ein wunderschöner Pass auf Bale. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ähnliches Tor wie bei mir eigentlich. Ja, fuck. Und da fehlt Bruno Alves natürlich in der Mitte. Ja, so schnell kann es dann gehen, ne? Aber ich will natürlich euch auch ein bisschen Spannung bieten. Ich habe das natürlich gerade absichtlich gemacht. Wisst ihr ja alle, ne? So, Hulk. Lauf. Oh, der Pass ist schlecht, ey. Fuck. Wer ist denn das? Crescito. Schlechter Pass, Minion. So, Huddlestone müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen hier. Lieber die Räume zumachen, als direkt draufgehen. Aber Bale verliert einen Ball nach dem nächsten, ey. Und da ist alles offen. Oh, und Hulk läuft nicht richtig mit. Okay, aber der holt den Torhüter immer raus. Also Lupfer wäre schon angebracht. Was war das denn für ein glücklicher Ballerhalt von Bale da gerade? Was war das für ein dreckiger Pass? Also der Typ steht hinten wirklich nicht gut. Und ich muss hier eigentlich schon mindestens mit einem Tor in Front liegen. Wenn nicht sogar mit zweien. Aber das ist FIFA, ne? Schönes Ding, Dani. Was? Der Torhüter war in der anderen Ecke, Alter. Wie kannst du den nicht reinhauen, Kerdeschakow? Das fasse ich ja gerade echt nicht, ey. Scheiße. Egal, ob es leckt oder nicht, aber der muss rein. Oh, jetzt hadere ich wieder mit meiner Chancenauswertung hier. Und Lennon ist natürlich eine kleine Pace-Hure. Wir müssen auf Adebayor in der Mitte aufpassen. Schön gemacht, gut geklärt. Vielleicht nochmal vor der Pause einen kleinen Konter fahren. Das wäre jetzt nach meinem Gusto. Jawohl, so in etwa. Ja, oder auch nicht, Alter. Eine eklige erste Hälfte, muss ich sagen. Wir waren deutlich besser, meiner Meinung nach. Sieht man es vielleicht hier nicht so in den Schüssen, aber Leute, wir hatten viel bessere Chancen. Und dieser eine Schuss da von Kerschakow, der war wirklich sehr, sehr knapp. Und generell hatten wir einfach die besseren Spielanteile. Der Typ hatte einen Schuss aufs Tor, mehr nicht. Ja, wir hatten jetzt zwei, könnte man sagen. Aber ich fand schon, dass wir eigentlich den Typen über weite Strecken kontrolliert haben. Aber jetzt scheint er gerade Oberwasser zu haben. Oh, das ist natürlich ein Ballverlust der Güteklasse Hess. Du Lappen! Du Vollkackbuhn, Alter! Er steht. Oh, jetzt sollte ich vielleicht mal ein bisschen ruhiger werden. Aber er steht frei vom Tor und lupft ihn drüber. Okay. Jetzt ist das Unentschieden gerechtfertigt. Da hätte er nämlich die Führung machen müssen. War auch schlecht verteidigt von mir, aber egal. Oh, schön, Hulk. Also, Hulk ist wirklich. No, warum geht Kerschakow da zurück? Er stand nicht im Abseits. Das wäre so schön gewesen. Ja, komm schon, Hulk. Setz deinen Körper da mal. Alter, Hulk holt fast jeden Ball. Das finde ich klasse. So. Komm schon. Ref. Stimmt, den einen Elfmeter habe ich noch vergessen. Den hätten wir bekommen müssen. Ah, das war jetzt nicht so gut gespielt. Na, dann wollte ich den Pass unterbinden, hab's nicht hinbekommen. Unten läuft der Typ, da muss ich ein bisschen aufpassen. Jawohl, sehr gut verteidigt. Na, der Pass war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Kommt da unten nochmal was? Nein, 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 nein. Jetzt werde ich ein bisschen ausgekontert gerade. Shit. Okay. Erstmal den Goalie ein bisschen rausholen. Jawohl. Ihm ein bisschen Angst machen und dann haut Bale das Ding auch ins Nirvana. Aber 57 Minuten gespielt, ich will das hier gewinnen, also da gibt's nix. Da gibt es nix. Ah, komm schon, Dani. Dani, Dani, Dani. Okay, jetzt spiele ich auch ein bisschen offensiv gerade. Ich spiele übrigens auch um 4-3-3, also nur ein Dreier-Mittelfeld. Ist auch generell halt ein bisschen offensiver ausgelegt, das gesamte System. Shirokov, das ist halt auch kein schneller Mann, ne? Muss man so sagen. Jetzt habe ich die Wahl. Schön. Schön. Oh, Joris. Das war richtig glücklich, dass er gerade noch durchgekommen ist. Das habe ich eigentlich schlecht gespielt. Aber wie Joris den hält, den Schuss von Dani, ist unfassbar. Aber den hält er nicht. Bruno Alves. Verdiente Führung. Boah, der Brecher, der portugiesische Brecher in der Abwehr. Haut das Ding rein. Und es mit dem Leggen, es geht einigermaßen, Leute. Es ist nicht so schön anzuschauen. Dafür entschuldige ich mich auch. Aber
Das liegt halt mal wieder am Gegner. Ich weiß nicht. Vorführeffekt einfach. Meistens, wenn ich so offscreen spiele, laggt es dann nicht. Und es liegt nicht an Fraps, Leute. Ich habe da konstante 50 Frames. Es liegt halt wirklich irgendwie an der Internet-Connection. Jetzt muss ich hier aber aufpassen. Boah, schön. Die Abwehr ist einfach nur gut. Boah! Und da zeigt Malafeev das erste Mal, dass er auch ein guter Torhüter ist. Gegen diesen Schuss von Huddlestone. Boah. Da dachte ich gerade kurz vor dem Lag, dass der drin wäre. Aber der war dann doch etwas zu hoch angesetzt. Von Dawson müsste das gewesen sein. Ah, ich dachte, den hätte ich. Das ist ein schöner Pass auf Bale. Da komme ich lieber nicht raus. Der ist mir zu fix. Der gute Gareth, das alte Schwein. Sieht ja wirklich so aus wie ein Schwein, finde ich. Also, keine Schönheit, der gute Bale, aber... Boah, Danny, das war ein bisschen hart, das Einsteigen, aber Schiri lässt laufen und Ballbesitz für uns jetzt wieder, eben für Tottenham. Oh, solche Pässe sollte man tun, nichts unterlassen in FIFA, Leute. Schreibt euch das hinter die Ohren, wobei ihr wisst es wahrscheinlich, ich bin der Einzige, der es falsch macht. So, jetzt mal Shirokov. Der ist halt nicht so schnell, der hat nur 76 Pace und wird von Walker, Kyle Walker, der 92 hat, glaube ich, eiskalt abgelaufen. Ja, komm. Daddelt der da hinten die ganze Zeit rum. Schöner Ballgewinn. So, einmal. Zweimal. Boah, Alter. Was ist Juris denn für ein... Oh, jetzt habe ich außerdem direkt auf Weiter gedrückt. Für ein Übertorhüter, der sollte eigentlich ins andere Eck. Wurde so abgefälscht, dass er genau auf die andere Ecke fliegt. Und auch den hält Juris, ey. Glücklich. Mann, ich will noch ein Tor mit Hulk. Ich will ein Tor mit Hulk. So, der Gegner wechselt jetzt. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Aber ich habe aus Versehen direkt auf Enter gedrückt, weil ich dachte, jetzt kommt die Ecke. Und dann bin ich direkt in den Pausebildschirm gesprungen. Aber wenigstens der leckt nicht. So, Luis Holtby bringt da rein. Deutsche Power für Huddlestone. Okay, kommt schon. Nächstes Kopfballtor. Und das war eigentlich gar keine schlechte Position. Komm! Ja! Nein! Was geht denn mit Hugo Lloris? Ey, das wäre so ein geiles, witziges Tor gewesen. Und dann holt er das Ding raus. Oh, jetzt Holtby. Der wird sweaten, aber er kann es nicht. Und es war abseits. Okay. Boah, was wäre das denn für ein geiles Tor geworden? Ja, eindeutig. Eindeutig, aber den hält Malafeev auch gut, meiner Meinung nach. So, jetzt kann ich eigentlich auch mal wechseln. Denn hier so Shirokov und Konsorten sind schon ein bisschen angefasst. Zyrianov, ja, können wir mal bringen. Schimak, 76. Büstrov hat auch 86 Pace. Den kann ich mal für... Nicht unbedingt für Danny. Oder Danny. Ich lasse Danny mal drin und bringe Büstrov mal für Denisov. So, dann kriegen wir noch ein bisschen offensive Pace über die Außen. So, jetzt lang nach vorne das Ding. Lange Ding. Ja, und das kommt direkt wieder zurück. Bale macht echt kein gutes Spiel. Hat zwar das Tor gemacht, aber den kann man eigentlich deutlich gefährlicher spielen. Boah, das war glücklich, aber jetzt komm, jetzt muss das 3-1 her. Da unten muss jemand kommen. Ja, kommt auch jemand. Und fliegt voll am Ball vorbei. Also das war der schlechteste Kopfball, den ich seit langem gesehen habe. Jermaine Defoe hat die alte Sau gebracht. Aber diese Pässe sind natürlich von der Güteklasse eher unteres Niveau. So, Büstrov, ja, direkt mal einen Ballverlust gegen Dawson. So muss das sein. Und Holtby, aber der hat keine Pace mehr. Und Bruno Alves nicht nur das Tor gemacht, sondern auch artistisch hier mit Fallrückzieher gerettet. Aber der Typ hatte so ein Glück, der darf hier eigentlich nicht mehr gewinnen. Sehr gut, abseits. Also dieses eine, was Lloris da alles für ihn gehalten hat und dann auch noch dieser Ball, der fast schon im Tor war, den Lloris dann auch von der Linie kratzt, eigentlich schon von hinter der Linie, so wie es aussah. Das darf da eigentlich nicht mehr gewinnen. So, hinten konstant und gut stehen, die Räume dicht machen. Dann kann da eigentlich wenig anbrennen. So, Zyrianov. Auf Kirschakov. Auf Dani. Und geklärt. 85 Minuten rum. Ich werde jetzt nicht auf Ultra-Defensiv spielen oder so. Ich habe das übrigens auf PC. Ich spiele auf PC, Leute, für die, die es nicht wissen. Noch nie irgendwie da was umgestellt. Also das ist eigentlich gar nicht so nötig, finde ich auch. Und trotzdem gut gespielt. Jo. Wo da jetzt ein Elfmeter war, weiß ich natürlich nicht. Aber vielleicht kriege ich dann doch noch mal ein Tor mit Hulk, trotz Lag. Und da ist das Ding.
Und das ist dann auch die Entscheidung. Mal sehen, ob der Typ abhaut oder nicht. Aber ein kleines brasilianisches Tänzchen, Hulk, bringt uns dann endgültig auf die Siegerstraße. War jetzt nicht so schön anzugucken, das Elfmeter-Tor, aber ging schon so. Wenn die alleine durchlaufen und irgendwie skillen wollen, dann rate ich immer dazu, grätscht einfach. Grätschen sind da wirklich das Klügste, was man, glaube ich, tun kann. Oh, komm. Ja, sehr schönes Ding. Nein! Kiatschakow im Abseits. Na, aber wenn, dann minimal, ey. Egal. Wir haben das hier gewonnen, da lege ich mich relativ fest. Will ich natürlich kein Gegentor mehr kassieren. So, jetzt wird er irgendwie versuchen, auf Bell zu spielen, das war klar. Ah, Bruno Alves, was machst du denn? Ah, Glück gehabt, ey. Ich wollte mit dem Kopf eine Rückgabe einfach machen und dann wird die plötzlich viel zu kurz. Also, turbulentes Spiel. Kann man nicht sagen, finde ich. Und auf geht's, Hulk. Jawohl. Oh, schade. Bisschen zu spät den Lupfer angesetzt. Ich wusste, dass er ihn rausholt, aber egal. Ich habe mein Tor mit Hulk. Hulk mag ich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und Bale wurde gerade umgemäht, deswegen konnte er den Ball nicht annehmen. So, Hulk, zeig uns mal deinen bestialischen Schuss. Ha, war knapp, aber 3:1 Sieg. Hulk mit einer 8,4 Spieler des Tages. Dani auch mit einer 8,4 mit zwei Torvorlagen. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kein schlechtes Team-Zenit. Bale mit einer 8,1 sogar noch. Was hat Joris? 7,8 nur, hätte ich besser gegeben, was der da rausgeholt hat teilweise. Spieldetails können wir kurz drauf gucken und da sehen wir ein verdienter Erfolg. Und so kann das natürlich weitergehen in Liga 2. Ne, eigentlich? Ach so, so. Ich dachte jetzt, irgendwas wäre falsch gelaufen, aber nichts ist falsch gelaufen. Ein Sieg für uns und ja, ein solider Sieg. Und mich würde natürlich interessieren, welche Mannschaft wollt ihr beim nächsten Mal sehen? Vielleicht mal eine deutsche, vielleicht nochmal eine Mannschaft aus der Premier League. Chelsea hatte ich ja da schon gespielt. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Liverpool glaube ich auch. Und was ich natürlich noch von euch wissen will, das Thema, was ich jetzt eigentlich gar nicht in der Folge angesprochen habe, aber was trotzdem natürlich alle uns Fußballfans bewegt in diesen Tagen. Wer glaubt ihr, wird das Champions League-Finale gewinnen? Borussia Dortmund oder Bayern München? Schreibt es mir in die Kommentare. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, trotz des Lagens hat euch das Gameplay gefallen. Und in diesem Sinne, ja, haut rein.